Hail Caesar ist das neueste Werk von den Coens, zwei Brüder, der Joel und der Ethan, und die schreiben zusammen Drehbücher, sie führen Regie, sie produzieren, sie machen recht, die funktionieren, glaube ich, nur miteinander. Sie haben schon einen Haufen Komödien gemacht, sie haben aber auch schon eher ernste Filme gemacht, und Hail Caesar ist wieder eine Komödie, ganz klar, und zwar vor allem Satire vom Hollywood aus den 50er Jahren. Und in der Story geht es eigentlich um den Eddie Mannix, gespielt von Josh Brolin. Von dem Trailer könnte man meinen, dass es um den George Clooney und George Clooney seine Figur, also den Baird Whitlock, geht und um seine Entführung. Aber das ist nur eigentlich eine Nebenhandlung. Aber der George Clooney, seine Figur, der Baird Whitlock, ist ein riesengroßer Star und der spielt mit im... in dem Film Hail Caesar, also im Film Hail Caesar gibt es einen Film, der Hail Caesar heisst. Und ausser der Entführung von Baird Whitlock gibt es noch einen Haufen andere Szenarien und so, wo der Eddie Mannix reingeratet. Und eigentlich geht es vor allem um ihn und es ist ganz klar eine Komödie, weil der Film ist sehr lustig. Aber zuerst können wir mal schnell auf den Cast sprechen und das Ensemble ist riesig. Also in der Hauptrolle, wie gesagt, ist eigentlich der Josh Brolin als Eddie Mannix und der ist auch wirklich, wirklich cool. Der Typ ist ein sehr guter Schauspieler, hat mit den Coens schon bei No Country for Old Men zusammengeschafft. Und auch da brilliert er einfach wieder, ist einfach ein super Schauspieler. Genau gleich der George Clooney, der mal so einen Blödli ein bisschen spielt. Das ist so ein sehr naiver Typ. Sonst der Cast ist auch sehr umfangreich mit dem Jonah Hill, wo und der Scarlett Johansson und dem Channing Tatum und dem Ralph Fiennes und einem Haufen anderen und der Tilda Swinton, wo alle eigentlich nur eher kleine Rollen haben, was ich mega schade finde eigentlich, weil es sind alles mega coole und spannende Figuren. Vor allem der Ralph Fiennes, den ich fast am besten gefunden habe, mit Alden Ehrenreich zusammen. Die zwei sind so ein bisschen für mich die Standouts gewesen, weil der Ralph Fiennes spielt so einen Regisseur und der Alden Ehrenreich spielt einen Schauspieler, wo eigentlich sonst nur Western macht und nicht viel sagt und eigentlich ein hundsmiserabler Schauspieler ist und der Ralph Fiennes muss quasi ihn als guten Schauspieler darstellen, weil das Studio den Typ will zu einem Star machen, wo die zwei Figuren so einen ganz spezifischen Dialog haben miteinander. Ich habe mich ja gekugelt vor Lachen. Wirklich sehr, sehr lustig. Der Humor ist wirklich das, was eigentlich am besten funktioniert, neben dem Cast natürlich. Es hat ein paar wirklich grosse Lacher, wo ich wirklich laut rausgelacht habe. Und es hat ein paar so Schmunzler und immer wieder musst du so ein bisschen grinsen, weil es einfach so aus der Situation irgendwelche gespässigen Szenen ergibt. Das hat einen Haufen Meta-Humor, es hat einen Haufen Satire von Hollywood, von Politik, von Religion, alles Mögliche kommt so ein bisschen subtil sein Fett weg über. Also teilweise ein bisschen weniger subtil und teilweise ein bisschen mehr. Aber es funktioniert eigentlich immer gut und wenn man mal nicht aufpasst, dann kann man eigentlich gerade einen Witz verpassen. Das finde ich noch cool. Und Hail Caesar hat hingegen ein anderes Problem. Ein Problem, das ich noch nicht genau weiss, ob ich es genau als Problem will identifizieren. Weil das, was die meisten Leute so ein bisschen kritisieren, ist die unfokussierte Storyline. Weil es kommt von Platz zu Platz die ganze Zeit. Es werden Figuren eingeführt und dann sofort wieder vergessen oder mal vielleicht wieder erwähnt oder so. Und das hat mich auch ein bisschen gestört. Ich bin aus dem Film gefunden, Kopf, was ist jetzt mit dieser Figur passiert? Wieso ist jetzt die nicht mehr vorgekommen? Das ist mega schade, scheiße. Wenn ich mir das aber so überlege, kann ich mir nicht vorstellen, dass die beiden Coens das nicht extra gemacht hätten. Das sind so gute Schreiber, Drehbuchautoren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die einfach gefunden haben, hui, wir machen jetzt mal ein komisches Drehbuch und egal. Ich habe das Gefühl, es sollte auch wieder da auf einer Meta-Ebene sozusagen so ein bisschen den Alltag von dem Eddie Mannix widerspiegeln. Irgendwie. Ich weiß nicht, wahrscheinlich interpretiere ich viel zu viel drin rein, aber so habe ich es jetzt wahrgenommen. Vielleicht tue ich es auch rechtfertigen, dass der Film unfokussiert und keinen guten roten Faden hat. Das Schlussfazit für mich hat es gut überwogen. Es ist ein herrlich lustiger Film mit einem Supercast und toller Cinematography und einem coolen Soundtrack. Allgemein wirklich ein cooler Film, der ein bisschen unfokussiert wirkt und das könnte vielen sauer aufstoßen. Mich hat es zuerst auch ein bisschen gestört und ich finde es auch jetzt noch schade, dass ich bei gewissen Charakteren eigentlich ihr Schicksal nicht erfahren habe, aber mit dem muss ich jetzt halt leben. Ich habe wirklich eine sehr gute Zeit gehabt mit dem Film. Er ist so
dermaßen lustig, ich werde den nochmal sehen. Der Film geht 1:45, das ist wirklich eine super Länge, im Gegensatz zu Chiller of Duty, wo 2,5 fucking Stunden geht, ist das wirklich so vorbeigegangen und das kann ich dem Film nur zu gut rechnen. Ja, Hail Caesar, cooler Film, Coens haben es einmal mehr geschafft, ich glaube, die haben keinen schlechten Film gemacht. Jetzt ist die Frage, was ist euer Lieblingsfilm von den Coens? Es hat ja ein paar, wo man so ein bisschen daraus auswählen kann. Auf jeden Fall danke ich vielmals, dass ihr das Video angeschaut habt und ich sehe euch beim nächsten Mal.